herzlich willkommen zu unserer heutigen Gauchfeier mit anschließendem Sommerfest. Willkommen bei der Schreinerkuh, die über die Jahre hinweg die Asche eines alten Brauchs aufbewahrt hat und mit dem heutigen Tag die Flamme wieder aufleben lässt. Es erfüllt uns daher mit besonderem Stolz, dass wir den Schriftsetzern und Druckern und anderen der alten Tradition erweiterten Berufsbildern die Wassertaufe ad posteriorum erteilen dürfen, um den Junggehilfen abzuwaschen von seiner Fehlerhaftigkeit, Murerei und Hudelei. Knie nieder. Tuet Buße, denn jetzt kommt die leichte Muße. Mit dem Waschen innen drin wird fortgespült der Lehrlingsbrief. Ihr habt gemault, gehudelt und gemurkst, gar manchen Fehler uns verschwiegen. Wir machten beide Augen zu, denn wir wussten allzu gut, dass wir euch noch hinbiegen. Er ist wirklich kaum zu fassen, er ist immer extrem gelassen. So entspannt es mit ihm auch lief, denken wir doch, stille Wasser sind tief. So tunkt ihn nun recht munter in das kühle Nass hinunter. Der Kaffee ist Nathalie sehr wichtig, sonst läuft der ganze Tag nicht richtig. Mit Kreativität gelingen ihr wunderschöne Karten. Darauf muss man auch nicht lange warten. Sie ist immer die Erste im Büro, das bleibt zum Glück auch weiter so. Ein Hoch auf das Geburtstagskind, in das Wasser sie tupft nun geschwind. Der Alpha Kevin sei gegrüßt, er hat die Lehrzeit nun verbüßt. Die hypothetischen Fragen gehen ihm nie aus, was wäre wenn, kommt ständig aus ihm raus. Mit seiner hilfsbereiten Art steht er an der Druckmaschine lächelnd parat. Sonst hat er stets das letzte Wort, heute nicht, jetzt gibt es Wassersport. Der Theo schaut aus wie ein Rocker und ist doch nur ein Hardcore-Zocker. Ob live oder am Telefon, er spricht doch meistens monoton. Zurückhaltend und still weiß er dennoch, was er will. Der Ivan ist ein klasse Mann, über den man nur Gutes sagen kann. Zuverlässigkeit schreibt er ganz groß, sowie Ordnung und Ruhe, das ist famos. Also, ich reihe mal jetzt.